Stumpen und ich haben nach unserer letzten gemeinsamen Nacht uns nackt im Spiegel angeguckt und gesagt, wir müssen was tun. Und deswegen haben wir uns bis zum Ende der Tour erstmal Alkoholverbot gegeben. Morgen, herzlich willkommen bei Berlin Metal TV. Wir sind hier in Wacken 2011 mit Alf Arthur von Knorkator, dem Meister schlechthin, dem Vater von Gott und was er sonst noch so alles ist. Moin Alf, wie geht's dir? Hervorragend. Wir sind irgendwie angekommen heute Nacht mit dem Nightliner, haben die Herfahrt verschlafen und wachten hier bei relativ gutem Wetter auf. Und dann habe ich mir die Zähne geputzt und dann sind wir frühstücken gegangen und jetzt mache ich Interviews. Schön, schön. Du warst ja gestern Abend noch im Friedrichstheater, Friedrichshagen, ne? Ja, genau. Und wie war's? Es war grandios, es war so wunderbar. Ja, das war, ich weiß gar nicht, also es war, ich hatte ein paar neue Sachen in meinem Programm drin, ein paar habe ich so in letzter Sekunde noch gemacht, aber es war, ich war so toll, die Leute waren nicht ganz so toll wie ich, aber auch sehr toll und also ich kann nur sagen, ja. Ja. Das habe ich sehr, sehr hart angefangen. Ich konnte das Level jetzt nicht mehr halten. Deswegen habe ich auch abgebrochen. Okay, dann lassen wir das einfach, dann reden wir jetzt mal über deine Band Knorkator. Okay. Ja, euch gibt es ja im Prinzip schon sehr lange, aber wenn man jetzt mal beachtet, dass ihr ja irgendwann aufgehört habt, dann gibt es euch ja noch gar nicht so lange. Wie fühlt sich das an, jetzt wieder mal so eine frische Band zu sein? Es fühlt sich sehr gut an. Also, als damals, so nach der Auflösung, irgendwann so die ersten Argumente aufkamen von dem einen oder anderen, ob man nicht vielleicht doch nochmal und so. Und da hatte ich mir schon so gedacht, ach naja, und ich hatte auch gar keine Songs, ich wusste auch gar nicht, was man noch schreiben sollte für Knorkator, so in der Art. Ne? Und das mit dem Tour, naja, es macht Spaß, aber ist jetzt nicht so das Leben unbedingt. Man kann auch ohne leben, mit dem eigenen Zeug war es eigentlich auch ganz nett, zwar verdiente man nicht ganz so viel Geld, aber das kann sich ja ändern. Aber ich muss sagen, jetzt so, nachdem wir die ersten Konzerte hinter uns hatten und auch im Sommer so vereinzelte kleine Festivals, muss ich schon sagen, ich habe das ein bisschen vermisst, ohne es zu wissen. Also besonders die Festivals habe ich vermisst, so dieses Feeling, wenn man da so hinkommt, die Rocker mit ihren Oma-Koffern hinter sich herziehen zum Zähneputzen. Es ist schon eine ganz eigene Welt. Und wenn wir auf Tour sind, es macht so einen Spaß. Also wir haben jetzt auch, man ist ja reifer geworden, kennt sich, jeder kennt seine Befindlichkeiten. Also irgendwie scheint jeder einen Weg gefunden zu haben, sich so weit zurückzunehmen, dass das über die ganze Zeit immer eine einzig geile Familie ist. Ich meine, sage ich jetzt quasi im ersten Jahr unserer Entstehung, wer weiß, wie es in 3 Jahren aussieht. Okay, und ihr habt da jetzt auch ein neues Mitglied dabei? Ja. Den Reiko. Warum ist Tim nicht mehr dabei am Bass? Ja, wir haben uns ja quasi neu zusammengefunden. Da haben wir gesagt, wer will mitmachen? Und Reiko hat lauter geschrien als Tim. Ach so, okay. Nee, ja, also warum eigentlich? Ich glaube, er hat mehr Saiten am Bass. Ah. Du merkst, ich will deiner Frage ausweichen. ist ja auch egal. Solange es einfach nur viel Spaß macht, ist die Hauptsache. Habt ihr euch irgendwas Besonderes ausgedacht für euren Auftritt heute hier? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir werden also auf die Bühne ganz gehen, normal irgendwas spielen. Kaputt machen und. Ich glaube, ich werde nicht mal was kaputt machen. Nee? Ich werde versuchen, als ernsthafter Künstler zu glänzen. Ich möchte true dem Metal meinen Tribut zollen. Nee, wir haben einfach, wir denken, dass das Programm ganz gut gewählt ist, was wir spielen. Wir spielen heute nur einen neuen Song, weil wir haben ehrlich gesagt... Darf man fragen, wie der heißt? Wir werden spielen Refrain. Das ist einer von unserer neuen Scheibe, die im September rauskommt. Okay, lass mich fragen, ein Lied ohne Strophe? Nee, der hat ganz normale Struktur. Der heißt nur deswegen Refrain, weil er könnte auch Strophe heißen, aber man nennt einen Titel ja oft nach einem Slogan, der im Refrain kommt. Ach so. Und weil der Refrain davon handelt, dass jetzt der Refrain kommt, ist sozusagen im Refrain das Wort Refrain maßgeblich, okay. Und deswegen heißt der Song so.
Was hätte ich auch anderes erwarten können? Das war ja, ja dämlich von mir, da irgendwas anderes anzunehmen. Nein, das war klug. Okay, aber ich erinnere mich trotzdem mit Freuden an die Zeiten zurück, wo ihr irgendwie so ein mit Kakao braun gefärbten Kartoffelbrei ins Publikum geschleudert habt. Ich meine, hier hat es ja auch jeden Morgen geregnet. Ihr könnt auch einfach so eine Wanne Schlamm oder irgend sowas mitnehmen. Oder seid ihr dem entwachsen? Ja, was heißt entwachsen? Ich glaube, unser jetziges Bühnenkonzept lässt das gar nicht so richtig zu. Also ich bin mehr so mit Protzen beschäftigt und genieße es so als Lichtgestalt zu strahlen. Ich habe jetzt einen Bühnenaufbau, der so ein bisschen an mein Alf Da Vinci Logo erinnert. Mhm. Kennst du dieses Ding, wo ich so mit vier Armen und vier Beinen und so ähnlich sehe ich jetzt in meinem Keyboard-Kreis aus. Ich habe einen Keyboard-Kreis. Geil. Ich bin umrahmt von Keyboards. Wie viele Orgeln, Fernseher, Kloschüsseln oder so habt ihr eigentlich schon im Laufe eurer Karriere kaputt gemacht? Ja, wenn ich das wüsste, da hätte ich ja wirklich beim jedem Konzert zählen müssen. Also ich denke mal, in der Abschiedstour damals war die größte Anzahl an Orgeln kaputt gegangen, die wir hatten. Da war wirklich fast für jedes Konzert eine Orgel dabei. Und das war schon heavy. Aber das war auch eine ziemliche logistische Meisterleistung. Weil du kannst ja nicht den gesamten Tourbus mit Orgeln vollstellen. Eine so rausnehmen, ja. Das heißt, man musste vor der Tour Leute aus den Fankreisen akquirieren, ob sie für uns, wenn wir deutschlandweit bei eBay nach Orgeln suchen, in der Nähe ihrer Heimatstadt eine Orgel abholen, so lange aufbewahren und dann zum Konzert bringen könnten. Das war dann so gleich wieder zerstört zu sehen. Genau, und das war, die Leute haben gern mitgemacht. Also alle Konzerte oder fast alle waren, wie sagt man, abgedeckt. Einige nicht, da haben wir eben zwei Orgeln mal im Bus gehabt. Aber es war schon gut, dass das so gelaufen ist. Und dann musste ich natürlich immer, das war das Problem, während die anderen ankamen und so irgendwie essen, saufen und weiß ich nicht konnten, musste ich dann mit dem ausgeladenen Bus erstmal irgendwo 20 Kilometer weiter in Unterschmudorf irgendwo eine Orgel abholen, wo einer sagt, ah, der Alf, da kommt eine Orgel, also ich komme heute Abend auch. Ja, schön. Es war sehr turbulent. Ja. Ja. Schmälern die Reinigungskosten eigentlich eure Gage? Nee, nicht wirklich. Also, das sieht immer so aus, oder als wenn das so aus der, als wenn wir in dem Moment nichts weiter könnten, als wild um uns zu schmeißen. Aber eigentlich passiert das sehr kontrolliert. Und wir haben selten etwas kaputt oder dreckig gemacht, wo es teuer gewesen wäre. Also das waren dann wirklich Unfälle. Das ist schon mal passiert, da haben wir damals unsere gesamten Gerätschaften, also meine Gerätschaften, die ganzen Soundmodule und Krempelscheiß da, irgendwie am Rande stehen gehabt. Ich hatte damals kein Rack, sondern ich habe das immer so raufgestellt irgendwo auf den Tisch. Und da war kein Tisch und da habe ich einfach einen unserer Fernseher genommen und habe den halt nicht zum Zerkloppen auf die Bühne, sondern an meinen Rand und dann mein Zeug raufgestellt. Aber als es dann losging und wir alle in Ekstase waren, da sah bloß Basti, der sich extra eine Gitarre gebaut hatte, mit der er auch Fernseher zerkloppen kann, sah, da ist ja noch ein Fernseher und rannte drauf zu und haute seine Gitarre in die Bildröhre und dann kippte der Fernseher um und unser ganzes Gerempel und dann war der Konzert zu Ende. Ah. Ja, das war, aber es war an einer guten Stelle, es war mehr so zum Ende und deswegen, ich glaube, die Leute haben auch gedacht, das muss so sein. Okay. Hat Basti seine Klodeckel-Gitarre wieder dabei? Nee. Nee? Schade, die hätte ich gerne noch häufiger gesehen. Die war schön. Ja, das stimmt, die hat er auch noch, aber die eignet sich für sein derzeitiges Gitarrencase nicht so richtig. Ach so. Es hat eine bestimmte DIN-Form und das Klo, das ist größer. Also es passt, glaube ich, von der Breite. Irgendwas passt da nicht. Naja, okay. Ich freue mich trotzdem. Vielleicht, wenn du ihm sagen könntest, dass er die in Columbia Halle im Dezember, das fände ich großartig. Ich werde ihm dies ausrichten, ja. Okay. Super. Freut ihr euch auf irgendeine Band hier zu sehen in Wacken oder seid ihr einfach dann die coolen Megastars, die hier hinten ganz gechillt ihren Martini schlürfen und Einerseits letzteres, andererseits ist es so, dass ich
mich schon freuen würde. Habe aber gemerkt, dass, oder sagen wir mal, ich habe kurz das Line-Up überflogen. Und in dem Moment, wo ich es überflogen habe, habe ich irgendwie für mich so registriert, dass die meisten Acts, für die ich auch mal so da mal hingegangen wäre, an anderen Tagen gespielt haben. Ich habe jetzt allerdings, ich glaube, war das nicht so, dass irgendwie Morbid Angel hier war oder ja, sein war, wird? Das war gestern Nachmittag. Das war gestern, genau. Ja. Samael auch war, oder? Samael? Samael? Nee, glaube ich nicht. Dann glaube ich nicht. Dann habe ich das verwechselt mit dem Withful Force. Genau, beim Withful Force. Ich verwechsel schon alles. Ja, aber fängt auch mit W an, ist nicht so schlimm. Genau. Was sind eigentlich eure musikalischen Vorbilder? Das habe ich mich immer gefragt. Also ich meine, man kann ja nicht einfach sagen, alles was irgendwie mit Gitarren oder Schlagzeug zu tun hat, sondern Knorkata ist ja so weit musikalisch differenziert. Ne? Da hast du ja so viel Zeug eingebracht, dass man sich schon manchmal fragt, wo kommt das eigentlich alles her? Naja, ich meine, das natürlich haben wir unsere Vorbilder weit gefächert. Also ich meine jetzt so Lieblingsband Nummer 1, Lieblingsband Nummer 2, irgendwas, was ganz klar ist. Also ich würde jetzt immer sagen, wenn man harte Musik macht, Metallica muss an erster Stelle stehen und dann an zweiter Stelle natürlich Knorkata und dann an dritter Stelle Black Sabbath, Beatles und die ganzen kleineren Namen noch. Also ich denke mal, also Metallica, ich achte die Jungs, das ist schon gut, was die machen. Und aber ich war jetzt nie so richtig Fan, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich in dem Moment, als die so richtig groß wurden, da war ich eigentlich zu alt, um Fan zu sein. Also da ist man ja mehr so als Profi und sagt, oh, das gefällt mir, aber ich war eigentlich lange Zeit, was jetzt nichts mit Metal zu tun hat, ein großer Verehrer von Peter Gabriel, was auch immer noch Auswirkungen hat hier und da, nicht mehr ganz so groß wie früher. Eigentlich habe ich sozusagen, bevor ich Knorkata hatte, hörte sich meine Musik eher so in die Richtung an. Und den Schritt oder sagen wir mal, viele Inspirationen in der Herangehensweise, wie man härtere Musik angehen sollte, kamen durch Pantera. Also Pantera war damals wirklich ein Erlebnis, wo ich dachte, oh ja, das ist eine Ansage. Das ist die zeigten mal, wenn man sozusagen die Härte als das ultimative Ziel nimmt, dass dann auch alles andere stimmen muss. Dass man dann nicht einfach hingehen kann und sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Müsli gegessen, käme mein schönes Haar und singe dann harte Musik, sondern dann muss ich auch als wütender Derwisch über die Bühne springen und von du alte Sau, ich schlag dich tot singen. So, also geht nicht anders. Und das war diese Konsequenz, die hat mich damals zu einigen Songs auch inspiriert von uns. Und ansonsten sehr viele aus der Klassik zum Beispiel, gibt da so ein paar, also Bach ist Gott und bei Mozart ist das Problem, dass seine größten Hits eigentlich furchtbar sind, aber er sehr viel geile Sachen gemacht hat, die weniger bekannt sind. Die ganzen B-Seiten. Die B-Seiten seiner Singles, yeah. Hab ihn auch schon fleißig adaptiert bis jetzt so in der Musik. Also klauen tut man ja nicht, aber ich... Man nennt es anders. Aber in der Clown ist es so, wenn man es als seins ausgibt, weißt du? Aber ich habe eigentlich, als wäre das hier bei der Song hieß Geld. Geld, da ist die gesamte Strophe eigentlich aus dem Requiem. Also die Akkorde sind aus dem Requiem und da kam bloß die Melodie dazu. Deswegen bin ich sozusagen nach dem deutschen Kompositionsrecht der Urheber, weil ich ja nicht seine Melodie genommen habe, sondern nur seine Akkorde. Aber ich habe das in dem Making-of, was wir dazu gemacht haben, habe ich das nochmal ganz deutlich gemacht, dass das quasi Mozart ist und deswegen muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Als Musiker wäre es ja auch affig, weißt du? Ich meine, jemand, der die Materie kennt, der hört das und sagt sich, was ist denn das für ein Idiot? Wenn du aber sagst, ich habe mich hier auf einen Künstler bezogen, dann ist das true, dann ist das Ehre. Man verneigt sich vor einem Kollegen und sagt, ich verwende dich mal ganz offiziell. So ist das zum Beispiel auf einer neuen Scheibe passiert mit Ain't Nobody von Chaka Khan haben wir gecovert. Es war gar nicht so einfach, die Freigabe zu kriegen, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe den einfach so dahin gecovert und dachte, dann fragen wir mal an und die werden dann schon ja sagen. Nee, das war eine heilige Kuh. Also das war, die haben sich da ganz zickig gehabt. Aber es ist doch Standard bei der GEMA, dass die zickig sind. Nee, die GEMA hat damit gar nichts zu tun. Das hängt mit Verlagen zusammen oder mit den Komponisten. Ach so, ja. Und die meisten Komponisten sind gar nicht zickig, aber die Verlage glauben immer zickig sein zu müssen. In dem Fall war es so, dass unsere Version einfach so gut war, so toll und so
brillant und so wegweisend in der Geschichte der Musik, dass sie einfach Ja sagen mussten. Aber haben dann noch so rum, weil es sich sehr vom Original entfernt hat. Also es erinnert jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie an Chaka Khan, Funky 80er oder so. Das ist mehr so ein Zwischending zwischen Karl Orff und Queen. Und wir waren dann schon froh, als wir die Freigabe gekriegt haben. Aber die haben irgendwie den Zusatz gesagt, der muss ein bisschen anders heißen. Jetzt hieß der, was ich ein bisschen affig finde, aber für die Freigabe war es okay. Mhm. Heißt ja nicht einfach nur Ain't Nobody, sondern Ain't Nobody Knorkator 2011. Mein Gott, wer es braucht. Ja, gut, dann ist das halt so. Ja. Ja. Du wolltest ja eigentlich irgendwie nach Thailand ziehen, oder? Ja, ich wollte schon mal nach Thailand ziehen. Allerdings die Zeit, als ich wirklich vorhatte, nach Thailand zu ziehen, lag lange, lange vor unserer Auflösung. Und als dann unsere Auflösung war, da war sozusagen mein Weggang nach Thailand ein guter Vorwand, um nicht jedem erzählen zu müssen, warum wir uns auflösen. Also musste das herhalten. Aber ich war dann letztendlich nach unserem letzten Konzert lediglich irgendwie 14 Tage in Thailand und bin dann wiedergekommen. Nur immer Pauschalurlaub und dann wieder Friedrichshagen. Ja, halt, nee, also das ist ja so, ich habe da ja schon, da lebt ja quasi, meine Frau ist da ja geboren und die lebt dann immer manchmal in Deutschland und manchmal da. Am Ende war Deutschland wirklich doch zu kalt für sie, aber deswegen ist Thailand für mich weniger, ich mache Urlaub am Strand, sondern ich besuche halt die Leute, die ich da kenne. Ja. Ja, aber schön, dass ihr wieder da seid. Das ja, finde ich auch, du. Gut, ich freue mich auf nachher vor der Bühne. Bin ich mal gespannt, ob ihr euch irgendwelche Spezialitäten ausgedacht habt. Ich freue mich auf den neuen Song, auf den Refrain. Ja, mal gucken. Und der ist noch frisch, wir müssen noch dran üben, feilen. Ja. Und die Martini-Versorgung auf der Bühne ist gesichert? Die ist insofern nicht gesichert. Sie wäre gesichert, wenn wir Wert drauf legen würden. Aber Stumpen und ich haben nach unserer letzten gemeinsamen Nacht uns nackt im Spiegel angeguckt und gesagt, wir müssen was tun. Und deswegen haben wir uns bis zum Ende der Tour erstmal Alkoholverbot gegeben. Okay, alles klar. Dann da ist damit das Interview beendet. War schön mit dir. Bis nachher vor der Bühne. Ciao, yeah. Vielen Dank. Vielen Bitte.